Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast zu einer weiteren Ausgabe meines Star Clubs. Bevor es um die Uhr geht, möchte ich aber einen anderen Star in meinem Leben vorstellen, nämlich meine Frau, nicht in Person, aber quasi indirekt, denn sie ist es, die mir die Haare geschnitten hat. Es erstaunt mich jedes Mal wieder, aber einigen von euch ist es ganz offensichtlich wichtig, wie ich meine Haare mache. Das entnehme ich zumindest den Kommentaren unter meinen Videos. Ich muss da regelmäßig schmunzeln, weil mir persönlich ist das nicht ganz so wichtig. Also, dieser Haarschnitt ist von meiner Frau. Wenn euch das gefällt, hinterlasst doch bitte einen Kommentar. Meine Frau würde sich irrsinnig darüber freuen. Jetzt geht es aber um die Uhr. Und zwar geht es um eine Uhr, die mir Peter zugeschickt hat. Peter, an dieser Stelle vielen Dank. Die LAL Capitan, eine kleine Marke, bei der ich noch nicht ganz sicher bin, wo sie herkommt. Auf der Webseite steht Berlin. Das Impressum ist das Saarland. Die Telefonnummer ist aus München. Ich habe versucht, mit dem Geschäftsführer Kontakt aufzunehmen. Und sobald ich das klären konnte und etwas mehr Hintergrundinformationen habe, mache ich vielleicht über LA nochmal ein separates Video, weil die Imagefilme und die kurzen Teaser auf YouTube finde ich klasse, komplett außergewöhnlich, nicht das Übliche bei Uhren, hat mir sehr gut gefallen. Die Uhr, um die es heute geht, ist die El Capitan, eine Quarzuhr und wirklich toll gemacht, nicht ganz billig mit 150 Euro bzw. 170 am Stahlband, dafür aber auch deutlich hochwertiger als die meisten Quarzuhren, digitalen Quarzuhren, die ich so kenne. Lassen wir doch erstmal hören, was Peter dazu zu sagen hat. Es ist eine Digitaluhr. Es ist eine ganz junge deutsche Firma aus Berlin. Ja, gehört zu den jungen Wilden, nicht zu den traditionellen. Ich fand sie von der Formgebung mit diesem Achteck sehr spannend, sehr schön, sehr hochwertig, ist in Edelstahl gehalten. Kristallglas, sie trägt nicht zu groß, finde ich sehr angenehm von der Größe her. Ja, nach allem, was ich lesen konnte, hat die Uhr nicht nur ein Kristallglas, sondern wirklich ein Saphirglas. Das Werk ist, wenn ich das richtig gelesen habe, ein eigens beauftragtes, also keines von der Stange. Es hat unterschiedliche Funktionen. Wir haben also hier die Zeitanzeige, wir haben eine Stoppzeitmessung. Wir haben einen Rundenzähler, wir haben einen Alarm und wir haben einen Timer. Und wir haben natürlich auch eine zweite Zeitzone. Na, wo haben wir das denn? Da haben wir das. Und das Ganze in einem wirklich außergewöhnlichen Gehäuse verbaut. Mir gefällt die Uhr wirklich sehr gut. Peter, was sagst du denn zu der Ablesbarkeit? Die Ablesbarkeit ist nicht ganz optimal aufgrund des Negativblattes, aber schaut natürlich sehr cool aus, schwarz und dann eben die Ziffern dazu. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Uhr zwar relativ dick ist, aber nicht so sehr groß. Ich kann das mal an meinem Handgelenk zeigen. Ich habe ein 17 cm Handgelenk. Hier habe ich die Archimede Outdoor und lege jetzt mal die LAL Capitan an. Und ich finde, sie macht an meinem Handgelenk einen wirklich guten Eindruck. Und ja, es ist ein bisschen eine Retro-Uhr, ganz klar. Erinnert stark an die 80er, 90er Jahre, ohne altbacken zu wirken. Ich finde das wirklich sehr gelungen. Peter, was denkst du denn über die Qualitäten als Freizeituhr? Sie ist auf 100 Bar, auf 10 Bar 100 Meter wasserdicht. Das ist sehr, sehr gut. Am Kautschukbank, also mit für alles tragbar, Freizeit. Ja, und einfach ja, zu jeder Gelegenheit tragbar. Macht man eigentlich nichts falsch. Inzwischen ist man ja mit einer Digitaluhr fast ja schon wieder ein Exot. Ja, so ändern sich die Zeiten. Also ein spannender Kontrast zu den vielen Analog- und Automatikuhren. Jetzt ist die Uhr natürlich kein
Sonderangebot mit 150 Euro am Kautschukband, wie hier gezeigt, beziehungsweise 170 Euro am Stahlband. Übrigens, ich habe sie mir am Stahlband bestellt, Peter, du bist es schuld. Also 150 beziehungsweise 170 Euro. Nicht gerade billig dafür, Edelstahlgehäuse, 100 Meter wasserdicht, ein separates Modul, gemacht in Deutschland. Ja, Peter, was denkst du über das Preis-Leistungs-Verhältnis? Gerechtfertigt, nicht gerechtfertigt, zu teuer? Der Preis mit 150 Euro, denke ich, ist okay für die gute Ausführung, für die Wasserdichtigkeit, für Saphirglas. 150 Euro natürlich für eine Digitaluhr ist natürlich dann auch wieder viel. Aber sie ist was Besonderes, denke ich. Hat nicht jeder, kennt nicht jeder, von daher ganz spannend. Wie gesagt, ich habe sie mir ja bestellt und das zeigt, dass sie mir sehr gut gefallen hat. Es ist wirklich was Außergewöhnliches in meinen Augen. Ich habe eine solche Uhr nicht in meiner Sammlung. Mir gefällt auch die schön gestaltete Rückseite, wasserdicht, so wie ich das brauche. Herr Peter, ich möchte dir gerne die abschließenden Worte lassen und den abschließenden Eindruck. Vielen Dank, dass du mir die Uhr zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank, dass du den Text eingesprochen hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde mir wünschen, dass es den anderen Zuschauern und anderen Abonnenten des Kanals genauso viel Freude gemacht hat. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen zu der Uhr. Sie ist unauffällig, sie ist schwarz-Metall, sehr cool, dezent, ein angenehmes Kautschukband ist dabei. Also das war's zur Elli El Capitan. Ich wünsche dir viel Vergnügen mit den Uhren. Auf ein baldiges. Mach's gut.